Das ist das, was so wichtig ist, zum Beispiel auch in Kitas oder auch wenn man Eltern-Kind-Musikgruppen anbietet, dass man entweder KollegInnen oder aber auch Eltern erleben lässt, wie schön das ist, ganz selbstverständlich im Alltag mit den Kindern Musik zu machen. Nach meinem Erleben ist es so, dass es für die Eltern wunderbar ist, wenn die das erleben. Und wenn die ganz früh kommen mit ihrem Kind und merken, ich bin hier und ich darf das erleben, um es mit meinem Kind zu Hause zu machen, dann gehen die auch total glücklich nach Hause, weil sie merken, das macht was mit mir, das macht was mit meinem Kind, das macht was mit unserer ganzen Familie. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Prozess. Und dieses Freiheit geben zu entscheiden, wann ist es für mich an der Zeit, zu singen, mich zu dem, was ich höre, zu bewegen, auf andere zuzugehen. Das ist auch ein ganz wichtiges Element im audiationsbasierten Musiklernen. Das heißt, die Menschen, die begleitet werden, die hören erstmal ganz viel Musik. Hören, 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 wahrnehmen, genießen, kombinieren mit eigener Bewegung, wahrnehmen, das gehört mit fremder Bewegung, sich mal gesund irritieren lassen und wieder hören. Und dann vielleicht mal staunen. Bei einigen Kindern merkt man, dass es schon was mit der Musik zu tun bekommt, mit der, die sie hören. Und bei anderen ist es eben eher so, ja, ich habe was mitbekommen. Und das sind dann so die ersten Reaktionen, die die Kinder machen, dass sie so zufällig reagieren und zeigen, dass sie sich beteiligen, aber eben auch, wie du gesagt hast, unbewusst dabei. Finde ich aber auch dann bedeutsam für die Arbeit mit dieser Altersstufe, weil die Frage es, glaube ich, ganz schön häufig gibt, was kann ich denn musikalisch mit U3 Kindern machen? Mhm. Und es da ganz viele Fragezeichen gefühlt gibt. Mhm. Und es heißt ja einfach im Grunde, es reicht, wenn man etwas anbietet und die Möglichkeit schafft, dass die Kinder darauf reagieren. Ja. Und im Idealfall man selber dann wieder auf die Kinder reagieren kann. Aber wenn einem das noch nicht gelingt und man erstmal nur anbietet und hinbekommt, dass sie reagieren, ist das ein super Schritt. Ich fange an damit, mich selber auszuprobieren und habe dann das Gefühl, auch gerade bei diesen Pausen, einfach weil die Kinder es vielleicht auch nicht kennen, jetzt ist die Aufmerksamkeit weg oder ein Kind dreht sich um, beschäftigt sich dann mit was anderem. Es ist ja nicht schlimm, wenn das Kind sich wegdreht. Eigentlich ist das ja gar kein Problem. Also die Musik kommt in jede kleine Ritze im Raum. Die hält ja nicht irgendwo hinter der Kreislinie an. Und wenn ein Kind sich dann wegdreht und was anderes macht, ist das gar nicht schlimm eigentlich.
Also ich habe zum Beispiel auch ein Video von einem Kind, wo man denkt, das ist die ganze Zeit überhaupt nicht beteiligt. Und man denkt, der geht immer da hinten hin und dann macht er da was. Und dann kommt später im Verlauf das Lied nochmal und dann ist der Junge das Kind, was genau auf den Schlag springt. Und man denkt, wo kommt denn das jetzt her? Also wie aus dem Nichts. Und das ist eben was, wo man selber dann auch, glaube ich, Geduld braucht. Und irgendwie, wenn es dann mal so ist, dass ein Kind sich wegdreht, dass man sich nicht gleich entmutigen lässt, sondern einfach auch sagt, okay, die Musik ist jetzt hier überall. Solange ein Kind nicht randaliert, kann das auch hier rumkrabbeln oder rumlaufen oder irgendwas anderes machen. Das ist eigentlich auch nicht schlimm. Hey, 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 hey.